Homo Sapiens by Julia Moritz Chollet. Der nächste Vortrag ist Homo Sapiens von Julian Moritz Chollet, Malte Larsen und Maya Minder über das Open offenen Erden Untersuchung. Bitte gebt ihnen einen Applaus und begrüßt sie zur Bühne. Auf die Bühne. Falls ihr während des Vortrags Fragen habt, nutzt bitte unseren IRC Twitter oder Mastodon mit dem Hashtag Eliza. Danke für die Einführung. Schön, dass ihr alle hergekommen seid heute. Wir sind sehr erfreut darüber, euch über unser Projekt erzählen können. Wir wollen zusammenfassen und eine Einführung geben in Bodenwissenschaften, in die Definition von Humus und ein paar Fakten, damit wir alle derselben Standard, selben Fundamente haben. Julia will das Homo Sapiens Projekt vorstellen, um was es da geht. Dann wird Maya eine kurze Einführung zu Open Science und Kunst geben. Und wir haben 30 Minuten unserer Zeit für eine offene Diskussion reserviert, weil wir denken, dass es sehr hilfreich ist, wenn wir eine Diskussion haben anstelle eines Monologs von uns hier vorne. Also als erstes, was ist Humus? Was als erstes ihr euch wahrscheinlich als erstes vorstellt, ist das, aber ich kann euch versichern, dass es sehr lecker ist, aber wir wollen heute über den Boden reden, den Humusboden, Humuserde. Und wir wollen euch eine Definition davon geben, was der Erde eigentlich ist. Es gibt viele Definitionen. Historisch gesehen kam die Wissenschaft vom Boden, von verschiedenen Perspektiven, von ökologischen Perspektiven bis zu Agrikultur, bis zu Landwirtschaft. Und die Perspektive ist wirklich wichtig, wenn ihr was definiert. Also man kann es als produktives System sehen für die Landwirtschaft oder als vierdimensionale natürliche Entität, das aus Milch, aus Sand und Ton gemacht ist. Oder eine Lage von einer Ebene von Steinen und der Erde entwickelt sich über einige Zeit durch indirekte oder direkte Beeinflussung durch das Klima. Und eine andere Lage ist der Humus, und das ist das, worüber wir heute reden wollen. Das ist im Prinzip dieser dunkle Lage da oben, die aus organischen Materialien besteht. Und diese organischen Ebene kann man auch weiter unten finden, wo es immer zusammen mit Wasser auftritt. Der Humus ist sehr wichtig für den Boden, weil es den Hauptteil des Kohlenstoffs und des Stickstoffs enthält, was sehr wichtig für die Pflanzen ist, der Hauptbestandteil für die Pflanzen, den die Pflanzen brauchen. Es enthält eine sehr komplexe und vielfältige Anzahl von Spezien, Bakterien, Pilze, andere Dinge. Es gibt unzählig viele, viele Individuen pro Quadratzentimeter und es wird sehr stark vom Klima beeinflusst. Eine kurze Einführung für die Komplexität. Ich habe hier eine kurze vereinfachte Darstellung auf meinem Handy diesen Morgen gemacht, um euch eine kurze Einführung in das Erde-Nahrungsnetzwerk zu geben. Man kann das als sehr kompliziertes Bioreaktornetzwerk sehen, das sehr kompliziert ist, um euch eine kurze Idee davon zu geben. Die erste Ebene ist die Photosynthese, das ist der Input-Parameter. Also man hat organischen Abfall von Bakterien, von Pflanzen, die über Wurzel oder von den Pflanzenmaterialien von oben
Komponenten auf den Boden fallen lassen oder in den Boden abgeben, und das wird durch die zweite Ebene, durch die Decomposers zerlegt, und die auf dem dritten Level, die werden diese Produkte aus dem zweiten Level verarbeitet. Auf dem vierten Level hat man, im dritten Level sind zum Beispiel die Amöben, auf dem vierten Level hat man die Fressfeinde, die kleineren Insekten essen, kleineren Individuen essen, und auf dem nächsten Level haben wir größere Individuen, wie zum Beispiel Vögel oder andere verschiedene Arten von Mäusen, Maulwürfe. Eine wichtige Sache, die man erwähnen muss, ist, dass die Bäume als Nährstoffpumpe funktionieren. Wenn man den Boden hat, dann hat man immer Kohlenstoff oder Stickstoff, der abgegeben oder gebunden wird, der fixiert oder mobilisiert wird. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil wenn man Regen hat, dann fließt der Regen am Boden nach unten, dann werden Nährstoffe losgelassen. Dann ist die Vegetation sehr wichtig, weil die Nährstoffe aus dem Boden nach oben bringen zu dem Baum, und im Herbst fallen die Blätter dann wieder auf den Boden und werden zu Humus. Und so kommen die Nährstoffe wieder zurück auf den Boden. Das ist wichtig, wenn man über Klimawandel nachdenkt und steigende Temperaturen, weil dann mit den höheren Temperaturen werden die mikrobiellen Aktivitäten ansteigen, und das führt zu mehr Klimagasen. Das könnte jetzt schon ein Problem sein mit den steigenden Temperaturen. Es ist wichtig zu verstehen, dass das gespeicherte Kohlenstoff ist wie hier verteilt. Wenn man auf den südlichen, man sieht links die südliche Hemisphäre, dann den Äquator und dann die nördliche Hemisphäre, wo wir sind, und man sieht, dass der Kohlenstoff in tieferen Bodenebenen, hier bei 150 Zentimetern, steigt immer weiter, je weiter man in den Norden geht auf dem Planeten. Und das ist, weil es hier kälter ist, dann ist die mikrobielle Aktivität kleiner und mehr Kohlenstoff wird gespeichert. Selbst wenn es relativ wenig Vegetation gibt im Vergleich zu dem Äquator, gibt es sehr viel Kohlenstoff. Wenn man über den globalen Anstieg von Kohlenstoff redet, dann muss man diese Interaktion mit den Mikroben, die man hier sieht, im Hintergrund behalten. Und im Norden gibt es auch einen großen Anteil an Mikroben. Eine andere Skizze, die ich auf meinem Handy gemacht habe, was sehr wichtig ist, dass die Vegetation die Sonne und den Wind vom Boden und den Regen vom Boden weghält. Das heißt, wenn man den Boden sichern will, wenn man den Humus da haben will, muss man ihn irgendwie beschützen. Und es gibt ein natürliches System, was sich entwickelt hat über Millionen von Jahren. Und da muss man keine künstliche Arbeit reinstecken. Und dieses System heißt Wald. Und in diesem System gibt es die ganzen Mikroben, die mit ihrer ganzen Varietät. Und wenn man diese Systeme, die wir schon haben, verteidigt und oder ihre Zahl erhöht, dann kann man eine große Anzahl von diesen Kohlenstoffsystemen aufrechterhalten oder neu kreieren. Und es gibt sehr viel Forschung zu diesem Thema. Und ich habe gerade heute gelesen, dass 20% der Kohlenstoff, dass 20% der letzten 10 Jahre an CO2-Emissionen durch diese Abbrennung der Wälder kam. Und es ist eine sehr einfache Art und Weise, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren.
Das Problem, was sie im Moment haben, ist, dass es nicht genug Leute gibt, die dafür kämpfen. Wir müssen im Gegensatz mit inadäquatem Management von Land uns beschäftigen. Und deswegen gebe ich jetzt an Julia ab, Julian ab, der euch sagt, warum wir mit dem Programm begonnen haben. Ja, ich freue mich sehr, das Projekt selbst hier vorstellen zu können. Ein bisschen zum Wer, Wo, Was zu beantworten. Ja, und wie hat eigentlich alles angefangen? Also ich werde jetzt über das Klöntal Biohack Zusammenkommen 2017 reden. Ja, und ich sehe ein paar Leute, die da waren, hier im Publikum sitzen. Maya Minder, sie ist großartig, sie hat das damals auf die Beine gestellt und sie wird nach mir sprechen. Und Marc Dusselier, Mitgründer von Hacteria, der heute leider nicht hier sein kann, hat auch mitgewirkt. Und ja, bei diesem Event, da kamen wir eben zusammen und wir drei haben eben einen Plan entworfen, wie man in Zukunft mit dem Boden umgehen kann. Und wir haben eben versucht, unsere eigenen Projekte zu kombinieren, zu integrieren und zusammenzuwerfen, um etwas Neues zu erschaffen und vor allem etwas Größeres. Und mit all diesen Projekten, also das hier ist auch kein vollständiges Bild unseres Netzwerks, das natürlich zum Teil schon davor irgendwie existierte, aber es ist eben auch in den letzten 2 Jahren nochmal enger zusammengewachsen im Laufe von Humus Sapiens. Ja, wir haben zum Beispiel die Uni Weimar, Fab Lab, Bio-Hackerspaces, Kunstvereine und auch Gemeinschaften, Camps und ja, viele Dinge zusammen. Und dann dachten wir, ja, es sind so viele von uns, die sich für diese Themen interessieren. Wir sollten mal versuchen, ein bisschen Geld zu sammeln. Und wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die wir auch ein bisschen gehackt haben, aber dazu kommen wir vielleicht später. Also wir haben ein bisschen Geld reinbekommen und ich würde euch gerne dieses Video zeigen. Nur um euch so ein paar Eindrücke zu geben, wie es da in Klöntal aussah. Also das waren KünstlerInnen, HackerInnen, Leute aus der Biologie, der Chemie, der Biochemie. Ein paar Leute haben Filme gemacht und deswegen, es wurde eben gut dokumentiert, Familien waren dabei, Kinder. Und ja, wir haben eben mit dem gearbeitet, was wir vor Ort dort in den Bergen gefunden haben. Wir haben ein paar Ausflüge gemacht und haben uns inspirieren lassen von unserer Umgebung und haben versucht, ja, das dann in unserer Arbeit zu implementieren. Und da kamen ein paar interessante Projekte bei raus und neue Zusammenarbeiten. Und das war eben so der Geist davon, dass wir diese Zusammenkunft von Humus Sapiens so integrieren, also divers zu sein, interdisziplinär zu arbeiten. Und darum ging es eben vor allem im Hinblick auf langfristige Projekte. Also es sollte nicht darum gehen, in diesen paar Tagen etwas fertigzustellen, sondern darüber nachzudenken, worüber wir in Zukunft nachdenken wollen, worüber wir in Zukunft arbeiten wollen und mit wem. Und ja, natürlich auch einfach eine gute Zeit zusammen zu haben. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Bilder von dem, wie es gerade aussieht. Und wir haben diese 2 Projekte in der Crowdfunding-Kampagne vorgeschlagen, 2 Retreats. Und aber wir haben natürlich noch viel, viel, viel mehr gemacht. Also das ist eine Übersicht, aber das ist unvollständig.
ein paar Projekte, die im Laufe von Homo sapiens in den letzten 2 Jahren auf die Beine gestellt wurden. Und ja, viele Workshops. Und ich werde kurz ja, zum Wo und Was kommen. Es gibt 3 Säulen bei Homo sapiens, die ich euch gerne vorstellen würde. Die zum einen eben die Retreats, die Zusammenkünfte, offene Zusammenarbeit. Hier in der Schweiz am Lagerfeuer, das war wirklich toll. Wir haben auch hart gearbeitet, haben im Freien gelötet und Bodenerkundungen gemacht. Ja, wir haben viel geredet, viele Ausflüge gemacht und ja, ihr seht, wir sitzen gern im Wald herum. Das haben wir auch im Wald gemacht, auch in Deutschland kürzlich, diesen Herbst. Und manchmal sind wir auch in der Stadt, hier in der Containerstadt in Stuttgart. Da sitzen wir dann auch gern auf Stühlen und gehen in lokale Gärten und holen uns da ein paar Proben. Ja, und ich habe ja schon gesagt, es geht auch einfach um das Zusammenkommen, um interessante Leute kennenzulernen und eben Netzwerke zusammenzuschweißen. Das habt ihr vorhin gesehen, diese Übersicht, diese ganzen verschiedenen Netzwerke. Und es ist natürlich schön, online zusammenzuarbeiten, aber das ist noch sehr viel netter, das in Person zu tun, wie es ja hier auf dem Kongress auch ist, nur mit etwas mehr Leuten. Ja, wir hatten circa 15 bis 30 Leute immer bei den Retreats. Mark war in Finnland für eine Weile und hat da ein paar Projekte gemacht. Mit Maya zusammen war in Indonesien und ich war dieses Jahr für 3 Tage in Litauen, wo ich dieses großartige Bodenprofil in einem Park gefunden habe. Das hat Malte schon vorher gezeigt. Also hier, ne, oben die Humus-Erdeschicht und dann die Müllschicht und dann die Steine. Sehr kreativ. Und in Slowenien, vielleicht kennen einige von euch PIVCamp. Ja, aber zur 2. Säule, die Workshops. Da geht es darum, Wissen zu teilen, Wissenschaft zugänglich zu machen und auch durch Open-Source-Anleitungen und ja, eben Leute zusammenzubringen, um Praxiserfahrung gemeinsam zu sammeln und auch hier Ausflüge zu machen und draußen zu sein. Und das ist auch oft in einer urbanen Umgebung, wie eben hier in Paris, wo es dann eben ein bisschen schwieriger wird, Boden zu finden. Auch in Fab Labs waren wir manchmal, wenn uns Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden. Das hier war in Berlin und in dem Fall gehen wir dann raus mit allen Teilnehmenden und ja, holen Proben ein und bringen die Erde dann rein und arbeiten damit und untersuchen sie. Wir haben auch Kinderworkshops veranstaltet, also wir versuchen wirklich offen für alle zu sein und manchmal kommen sogar ein paar ältere Leute und am Ende dieser Workshops ja, wird es immer ein bisschen unordentlich. Das seht ihr hier vielleicht, das ist ein bisschen dunkel, aber wie viel Zeug da rumsteht auf dem Tisch. Das war in Stuttgart, da haben wir danach einfach gesagt, naja, es ist doch fast schon eine Kunstinstallation. Und wir haben es dann einfach stehen lassen und 2 Wochen lang konnten die Leute dann vorbeikommen und schauen, welche Unordnung wir da nach unseren Workshops hinterlassen. Ja, und die 3. Säule, offene Hardware. Da kennt ihr euch vielleicht aus, auch wieder für Bodenforschung. Ich bin nicht wirklich so eine Hardware-Löten- und so weiter Person, aber ich habe diese Bodenbeatmungsbox zusammen gemacht. Und ja, ihr könnt hier in unser Hacteria-Wiki reinschauen und es gibt auch Sachen dafür auf GitHub.
zu wie man das baut und wie das funktioniert. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Es gibt auch ein Solarpanel dazu. Und beim nächsten Mal brauchen wir vielleicht ein größeres. Ja, ich bin, ich selber bin Biologe und ich interessiere mich vor allem für die Wetware, also nasse Materialien. Könnte man das nicht auch open machen? Vielleicht können wir da nachher noch drüber reden, draußen im Teezelt oder so. Da hätte ich Lust drauf. Okay, ich hoffe, ich habe ein paar Fragen zum Projekt selbst klargestellt und gebe jetzt weiter. Hallo an euch alle, ich bin Daya, ich bin keine Biologin, ich bin keine Geologin, ich bin Künstlerin, komme von der Kunst und nenne mich jetzt Fermentista. Was ich jetzt mache, habe ich alles selber gelernt, also ich habe dieses Do-it-yourself-Ansatz. Ich will euch meinen Sichtpunkt auf den Boden einen Fermentationsprozess geben. Das hat eine lange Geschichte, auch lange Wissenschaftsgeschichte. Das ist fast 10.000 Jahre alt, verglichen mit akademischer Wissenschaft, die erst so 150 Jahre alt ist. Und ich will euch erzählen, wie Homo sapiens Disziplinen öffnet und die Leute zusammenbringt, die mit dem Boden arbeiten. Wir graben im Boden, wir berühren den Boden, um einen Garten zu erstellen. Die Frage ist, ist es gut genug, wenn ihr euren selben Garten macht in der Stadt, im Schrebergarten oder auf der Farm? Und die Frage ist, ist es gut genug? Und vielleicht ist es das. Fermentation war bekannt und kulturelles Erbe seit 10.000 Jahren und Leute haben angefangen, zu fermentieren. Das war wie Magie, zum Beispiel Hefe. Die wussten nicht, was sie machen, weil sie die Mikroben nicht sehen konnten. Aber während dieser 10.000 Jahre haben wir etwas entwickelt, was jedes Mal regional adaptiert wurde zu dem Klima, zu dem Boden und zu der Natur adaptiert. Fermentieren bedeutet, man wird sich der Jahreszeiten bewusst, falls man sie hat oder wenn man sie nicht hat. Und man wird sich bewusst, was wo und wie wächst und wo es besser wächst und wie man Nahrung präserviert, wie man es Nahrung besser schmecken lässt und wie sie weniger toxisch wird. Da ist vielleicht die Verbindung zu dem Boden, weil der Boden muss uns füttern und die Frage ist, wie können wir uns innerhalb der nächsten 50, 100, 150, 200 Jahren ernähren? Was ich sagen wollte, ist, dass wir schon immer Biohackers waren, weil wir schon immer mit den Mikroben und den Organismen gehandelt haben, die ich gerne unsichtbare Helfer nenne. Und durch die Fermentation hat die Wissenschaft jetzt angefangen, diesen Ansatz zu haben, über die ganze Biokultur zu reden. Viele kennen den Mikrobiom. Man trägt davon einige Kilo in sich, aber man hat sie auch um sich herum in der Umgebung, die man mit sich rumträgt, auf der Kleidung, die man austauscht mit Leuten, wenn man mit ihnen redet und die immer verbunden ist mit der Umgebung durch Atmen, durch Essen, hat man einen konstanten Austausch mit der Umgebung. In der Wissenschaft, die größtenteils männlich dominiert ist, war Lynn Margulis, die mit der Theorie der Endogenese diese Idee entwickelt hat, die Idee, wie die eukaryotische Zelle, vielleicht erinnert ihr euch von eurer Biologie-Klasse daran, hier sieht man, wie die Mikroorganismen in Archaea, Eukaryoten und Bakterien aufgeteilt ist. Also dieser Schritt von Bakterien zu Eukaryoten. Lynn hat diese Theorie aufgestellt.
wie ein Bakterium ein anderes eingedrungen ist, und anstelle es zu verarbeiten, haben sie sich überlegt, dass wir auch in Symbiose leben können. Und diese Theorie hat eine Änderung der Evolutionstheorie ausgelöst. Wenn man zu Charles Darwin zurückgeht, der hat diesen Term Überleben des Angepasstesten entwickelt, und die Theorie von Lynn hat dieses Konzept angegriffen, dieses Slogan des Überleben des Angepasstesten ist auch ein Slogan für Kapitalismus und Hyperkapitalismus. Die Theorie von Lynn können wir nehmen, um auch wieder zur Theorie der Symbiose zurückzukehren. Was ich euch auch sagen wollte, ist, dass Louis Pasteur, der zu demselben Zeitpunkt gearbeitet hat, als wir begonnen haben zu impfen, und der auch die Fermentation eingeführt hat, und ich sage immer, dass er ein Verfechter des Kämpfens gegen der Mikroben war. Und dieser Kampf gegen die Mikroben ist jetzt in die Landwirtschaft eingeführt worden, wo wir probieren, alles mit Herbiziden, und anderen Giften, die Mikroben zu töten und dadurch die Diversität zu zerstören. Sie sind vielleicht unsichtbar für Menschen, aber die waren schon immer hier und schon immer zum Beispiel im Wald und sich selbst unterstützend. Was wir mit Bakterien versuchen in unserem Workshop zu machen, ist, diese Bakterien sichtbar zu machen. Wir versuchen, diese wunderschönen Bilder zu den Leuten zu bringen, weil wir sind Menschen und wir haben unsere Sinne, und der visuelle Sinn ist sehr stark, und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn wir den Leuten zeigen können, dass viel mehr im Boden ist, dann werden sie vielleicht auch sich dessen bewusst, dass es viel mehr Unsichtbares in der Welt gibt. Wir sind jetzt im Anthropozän, und ich würde euch vorschlagen, einfach dieses Anthropozän zu überspringen und weiterzugehen. Eine interessante Sache des Anthropozän ist, dass man dieses Wort für den Klimawandel verwenden kann. Aber was vor dem Anthropozän war, das Holozän, und da gibt es eine Parallelität. Das Holozän hat vor etwa 19.000 Jahren begonnen, also als die Menschen sich niedergelassen haben und Farmer geworden sind. Wir überspringen das. Und die Landwirtschaft ist die größte Industrie der Welt. Sind etwa eine Milliarde Menschen eingestellt. Hier wollte ich euch einfach kurz zeigen, ein kurzes Projekte zeigen von Leuten, die sich mit dem Boden oder Mikroben zu beschäftigen. Größtenteils Kunstprojekte und Projekte, die verschiedene Ansätze haben, wie man diese Dinge zurück zu den Menschen bringt. Ich will nicht sagen, dass der Homo sapien besser ist als andere, aber ich würde sagen, dass mehr und mehr Leute angefangen haben, dieses Wissen zu verteilen, auch wie wir es in Praxis anwenden. Und das ist ähnlich zur Fermentierung, es bekommt eine Bewegung, eine globale Bewegung, die urbane Gärten, urbane Landwirtschaft oder auch gemeinschaftliche Garten, gemeinschaftliche Landwirtschaft. Wir können da alle daran teilnehmen. Das ist die zirkulare Chromatographie von Emanuela Ascari. Das ist eine Technik, die auf dem Technik der Fotografie basiert. Sie nutzt Silbernitrat und mixt das mit Bodenproben, die sie in Wasser aufgelöst hat. Und das sind die Resultate nach dem Test. Und was ich hier so wunderschön finde,
ist, dass die Kunst mit der Wissenschaft kombiniert wird, weil um diese Proben zu interpretieren, braucht man das kreative Potenzial der Analyse und der Interpretation, und das gehört immer noch den Menschen, nicht den Maschinen. Also es ist eine sehr schöne Möglichkeit, die Bilder zu kreieren und dadurch die menschliche Kreativität zu kreieren. Das ist ein Projekt, was ich euch vorstellen will, weil es von einer einzigen Person in Zürich gemacht wurde. Die Person heißt Maurice Maggi. Der Person bekommt jetzt sehr viele Preise für die Arbeit, aber er hat schon seit 30 Jahren in mehr oder weniger im Geheimen gemacht, einfach überall Samen ausgelegt, in jedem Boden, jedem Quadratmeter von dem Boden, den er gefunden konnte, hat er viele Samen reingelegt, und plötzlich nach 30 Jahren waren Zürich voll mit schönen Blumen und Diversität in der Stadt, und das zeigt, wie wir davon vergiftet sein könnten, von der ganzen Verantwortung von vergiftet sein könnten. Wir müssen die ganze Verantwortung des Klimawandels tragen. Aber hier sieht man, wie schon eine Person mit es lange macht, etwas ändern kann über einen langen Zeitraum. Das ist das letzte Projekt, was ich euch zeigen will. Das ist von Sascha Spalac. Sie arbeitet mit Mikroben, Wissenschaftler haben erst kürzlich herausgefunden, dass dieses Bakterium im Boden lebt, und die hat gesunde Vorteile, kann das Immunsystem verbessern und euch glücklich machen. Das ist ein sehr schönes Ende, nicht? Vielen Dank. Thank you so much, guys. Vielen Dank, Leute. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Bitte stellt euch an die Mikrofone und wir rufen euch auf. Wenn ihr mit uns in Kontakt bleiben wollt, dann haben wir hier ein paar Optionen. Die Mikrobiomik-Webseite wurde von Moritz Schollet gemacht, von meinem Bruder, der hier vorne sitzt. Da muss man nichts angeben, man kann sie einfach für den Newsletter abonnieren. Dann noch ein Wiki-Forum, schreibt euch uns einfach eine E-Mail. Und wenn ihr wirklich mögt, was wir machen, es gibt einige Möglichkeiten, uns zu unterstützen, entweder durch die Website, durch Spenden mit Bitcoin, Lightning, macht was immer ihr wollt. Mikrofon Nummer 2. Ja, erstmal, ich würde gerne einen kurzen Kommentar loswerden. Ich glaube, es ist wichtig auch zu betonen, dass Wälder nicht unbedingt eine gute Möglichkeit sind, Kohlenstoff festzusetzen, denn wir nehmen da den Kohlenstoff aus einem Ökosystem raus. Also, und ich glaube, das sieht man zum Beispiel bei den Waldbränden, und ich glaube, das ist wichtig. Aber trotzdem, ich fand den Vortrag sehr gut, und ich würde gerne mit euch reden über ein Wassergehaltssensor reden, aber ja, vielleicht später. Ja, es gibt mehrere Versionen von Bodenwassergehaltssensoren, die wir dokumentiert haben im Wiki, einen sogar in Form eines Maulwurfs, und da gibt es dann auch LEDs und es blinkt und so, und man kann auch einen Arduino anschließen. Okay, toll, ich werde mir das anschauen. Danke. Mikro 3. Nein, das war nur ein Kommentar. Also ja, ich würde da gerne noch mit euch drüber reden, aber es gibt ja noch andere Fragen.
Habe ich das richtig verstanden, die Frage? Also Wiederaufforstung ist nicht gut. Nein, also man sollte wieder aufforsten, aber man sollte es nicht als Kohlenstoffspeicherungsmechanismus verstehen. Denn dieser Speicher ist sehr labil. Und wenn wir Kohlenstoff aus verbrennen, aus fossilen Brennstoffen, dann nehmen wir ihn da aus einer Ebene raus und tun ihn in eine andere. Also du meinst, wir nehmen ihn aus der Atmosphäre raus und sperren ihn sozusagen in die Biosphäre ein, aber nicht wirklich zurück in die Erde. Meinst du das? Ja, also es gibt natürlich überhaupt nicht so viele gute Optionen dafür, aber ich glaube, in vielen Artikeln wird so der Eindruck rübergebracht, ja, wir können das alles besser machen, wir müssen nur mehr Bäume pflanzen. Und ich glaube, das ist nur ein Teil. Also Bäume sind natürlich anfällig für Klimawandel, Brände, Winde und so weiter, für diese Gefahren. Und ich glaube, was oft nicht bedacht wird, dass zwar mit Geodaten gearbeitet wird, aber dass man nicht darüber nachdenkt, wer lebt denn da schon? Und viel Aufforstung wird sozusagen dem globalen Süden aufgedrückt. Ja, dieses Narrativ ist schrecklich, denn das Narrativ ist natürlich, ne, wir können einfach so weitermachen wie bisher und einfach nur ein paar Millionen Bäume pflanzen. Und ich glaube, das ist das Problem. Aber ja, wir sollten, glaube ich, auch festhalten, dass Wälder, insbesondere Essenswälder, aufforsten, ist sehr wichtig. Ja, den Planeten zu retten bedeutet eben nicht nur Bäume zu pflanzen, sondern mehr Humus und Erde zu erzeugen. Also kompostieren, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Darüber, das sollten wir noch erwähnen. Es gibt eine Art Ofen, wo man, also die Dinge, die man nicht in den Kompost tun kann, die werden da paralysiert, da wird dann Kohlenstoff draus und dann tut man das zurück in den Boden. Also ich glaube, es gibt da viele so kleine Ideen und kreative Lösungen, um ja, aber wir eigentlich reden wir gerade über großflächige Kohlenstoffabtrennung. Also ja, egal. Also ich meine, es ist ein offenes Forum. Also wenn ihr irgendwas sagen wollt, ruft doch einfach rein. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt und wir können da viel drüber reden. Ich würde jetzt erstmal weitergehen zu den weiteren Fragen und ich denke mal, wir kommen darauf zurück. Ja, ich werde hier sein, also wir können gerne noch drüber reden. Okay, Mikro 3. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eure Workshops gefunden und die sehen interessant aus und ihr habt viel darüber geredet. Aber was genau macht ihr da jetzt eigentlich? Also was untersucht ihr da? Bei den Workshops und auch bei den Ausflügen, also mit den Biosensoren und so. Ja, die Workshops, was ich damit meine, ist sowas 3 Stunden langes, so ein Format, manchmal ein bisschen länger, aber ja, und da geht es um Wissenschaftskommunikation. Da geht es darum, Leuten, die in der Stadt wohnen, dazu zu bringen, in der Erde rumzugraben und Mikroskopie zu machen und eben zu sehen, wow, da ist ja richtig viel Leben drin, was da alles los ist. Ja, bei diesen Retreats, da haben wir eine Kombination von Workshops, die immer auf die Teilnehmenden abgestimmt ist. Also das ändert sich oft und wir fangen an mit Brainstorming, Leute stellen sich vor, erklären, was sie anderen beibringen können und dass man eben, ja, zusammen lernt. Ja, aber eben Wissenschaftskommunikation. Und betreibt ihr für Forschung, also bei diesen bei dieser Forschung im Feld, bei dieser Feldforschung mit den Sensoren und so? Ja, ich interessiere mich für mikrobiologisches Leben und
Wir haben auch noch Videos von Mikroskopie und ich versuche Low-Tech Equipment zu verwenden, um eben einen Hinweis auf die mikrobiologische, bakterielle das Leben im Boden zu finden. Und ja, und wenn man da eben über Kohlenstoffdioxid redet, dann kann man mit dieser Soil Respiration Chamber die CO2-Werte messen und auch zur Stickstoffmessung, da würden wir gerne in der Zukunft noch arbeiten, um das besser zu machen. Und Mikroskopie mit Low-Tech, da kann man eben schon einen Einblick bekommen in die Biodiversität im Boden. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie gut das funktioniert. Und viele WissenschaftlerInnen heute sagen da, ja, das ist doch relativ althergebracht, oder? Wir machen hier die ganze Zeit Genomsequenzierung und das ist doch irgendwie die Zukunft. Ja, und wir wollen eben einfache Werkzeuge für GärtnerInnen schaffen, um Bodenqualität zu untersuchen. Aber wenn Genomsequenzierung in Zukunft billiger und einfacher wird, dann würden wir auch gerne daran arbeiten. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr schon darüber reden. Ja, es geht darum, so Wissenschaft zugänglicher zu machen und Barrieren abzuschaffen und eben Low-Tech Zugänge zu schaffen für Menschen und für Gemeinschaften. Ja, und ich glaube, wir wollen langfristig auf einen grundlegenden Wandel hinarbeiten in der Landwirtschaft, in dem, wie wir mit dem Boden umgehen und wollen da eben die Prozesse verstehen und in die wir eingebunden sind und eben herausfinden, ja, was brauchen wir für Lösungen, was brauchen wir überhaupt für Workshops und für Forschung. Und ich würde tatsächlich sagen, das ist ein sehr organischer Prozess. Ja, und die Idee von Open Source ist ja, dass alle mitmachen können und sich beteiligen können. Ja, und wir haben eine Frage aus dem Internet. Kennt ihr irgendwas von diesen offenen, irgendwelche offenen Methoden, DIY-Methoden, die man selber daheim machen kann, um Schwermetallverschmutzung im Boden festzustellen? Ich weiß von einem Projekt in Indonesien, LifePatch, die, ich weiß nicht mit welcher Spezies arbeiten, aber sie züchten Mikroorganismen heran, die empfindlich gegenüber Schwermetallen reagieren. Und in einer Lösung werden die herangezüchtet und dann sieht man eben, wie stark die Schwermetallbelastung ist. Das ist nicht spezifisch, ne, also welche Art von Schwermetall dann darin steckt, aber man weiß dann eben, da ist was Giftiges drin und wenn man es eben standardisiert, dann weiß man auch circa, wie viel ist da drin, kann man dann extrapolieren. Und viele der Dokumente, viele dieser Projekte sind im Hacteria-Wiki dokumentiert und wir haben auch ein Hacteria-Forum, forum.hacteria.org und auch im Forum könnt ihr einfach Fragen stellen und ja, und da gibt es dann eben diese Verbindung zwischen KünstlerInnen und SelbstmachwissenschaftlerInnen und Leuten, die daran interessiert sind. Danke. Ja, danke für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe zwei kurze Fragen. Die erste ist, was ist der Mikroorganismus, der genaue Name des Mikroorganismus im letzten Projekt, das unser Immunsystem aktiviert und uns glücklich macht? That's a Mikrobakterium Otsi oder auch goldenes Bakterium genannt. Ich habe davon noch nicht gehört, leider. Aber, das ist das Problem. Eine Sache, die ich hinzufügen will, ist, dass es auch eine kleine zu vereinfacht ist,
Wissenschaft versucht immer, das eine Bakterium zu finden, das man braucht, um glücklich, gesund zu sein. Und dann kann man es in der Apotheke kaufen und nehmen und dann ist man gesund. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, funktioniert. Macht für gute News-Überschriften, aber wenn man an das menschliche Bakterien im Menschen anguckt, dann sieht man, dass es ein komplexes System ist, dass man durch gutes Essen und durch Arbeiten im Garten aufrechterhalten kann. Zweite Frage ist, habt ihr irgendwelche Retreats für die nächsten, fürs nächste Jahr geplant? Wann und wo? Ja, die Idee, in Slowenien zu sein, zum Zeitpunkt in 2020 zu sein, aber noch ohne fixes Datum. Es gibt einen Newsletter, den wir nur selten, nur alle 2 Monate schicken. Aber wenn wir es senden, dann gibt es News. Oder du kannst deinen eigenen organisieren und Leute einladen. Kontaktiere uns einfach. Take a hint. Thank you. Ich bin ein Unterstützer des Projektes. Ich will fragen, ob es schon Erfahrungen im Kontext, zum Beispiel mit toxischem Abfall gibt. Ich komme aus Napoli und da gibt es abnormale Vorfälle, Krebsvorfälle und ich versuche herauszufinden, ein Projekt zu machen, das herausfindet, ähnlich zu dem, was ihr gemacht habt, mit einem billiges Projekt zur Erfahrung, zur Erkennung von Mutagenen. Ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung habt. Ich glaube, es ist eine eher generelle Frage als die davor über Schwermetalle. Bisher haben wir dafür keine Methoden, aber ich weiß, dass man Schwermetalle größtenteils mit Spektroskopie misst, aber hier sind Leute im Publikum, die das machen und die dazu Workshops geben, die sagen, die ich jetzt beibringen, wie man den eigenen Spektrometer baut. Das ist eigentlich nicht so schwer. Das ist der erste Schritt auf dem Weg, sie zu detektieren. Und dann müsste es da bestimmt noch irgendwelche Pilze geben, die uns helfen. Und diese Pilze würden dann den Boden indirekt bearbeiten, um diese ganzen Gifte herauszubekommen aus dem Boden. Hängt von Pilzen, hängt von dem Boden ab, ist bestimmt keine einfache Methode. Er hat gerade gesagt, die Pilze sind nicht genug, um die Schwermetalle aus dem Boden zu bekommen. Ja, ich habe gerade ein paar Statistiken gesehen, die sagen, dass Gifte gegen Pilze größtenteils von Fruchtplantagen wie Äpfel, Birnen, Pfirsiche und sowas sehr massiv genutzt werden. Und es gibt Leute, die sagen, dass auf dem Land weniger Pilze sind als in der Stadt, weil wir da so viele Fungizide verwenden. Thank you. And microphone number 2, please. Thanks a lot. Vielen Dank. Ich wollte eine praktische Frage stellen. Es gibt einen kleinen Wald in Brandenburg, wo ich wieder aufholzen wollte. Es gibt ein Wald mit nur einer Kieferart. Sieht sehr traurig aus, weil er nur diese Kieferbäume hat. Und ich wollte fragen, ob es eine gute Idee ist, eine kleine Erdproben zu nehmen von anderen Wäldern, wo Pilze wachsen können, oder ob ihr da irgendwelche Ideen habt. Was
in Deutschland gerade passiert, ist der sogenannte Waldumbau. Das ist die Transformation unseres Waldes von diesen Monokulturen, in diesem Fall die Kieferbäume, zu gemischten Wäldern oder Laubwäldern. Das sind im Prinzip die besten Strategien, die man haben kann. Durch Änderung der Vegetation muss man keinen Kompost reinbringen. Lass die Natur einfach die Arbeit für dich machen. Und aber was du machen kannst, ich kenne den Platz nicht. Ich weiß nicht, wie die Vegetation da tatsächlich aussieht. Aber man kann es rausfinden, das manuell planen. Oder wenn man Laubbäume um die Ort herumstehen, die würden sich selbst fortpflanzen, wenn es die richtige Bedingung gibt. Aber das hängt sehr von dem Ort ab und von den Bedingungen. Das ist, was ich studiere. Ich wohne auch in Brandenburg. Ich kenne diese Probleme und das Problem ist, dass die Böden dieser Nadelwälder sehr sauer ist. Also komm einfach zu mir nach der Diskussion und ich kann dir erklären, was du machen musst. Soweit ich weiß, wenn man einfach gar nichts macht, dann transformiert es sich selber, weil unser Klima nicht für diese Bäume gemacht ist, nur das Bergklima. Aber ich verstehe, dass du es etwas verschnellern willst. Es gab einen großen Sturm in der Schweiz 2008, der Tausende von Bäumen auf hunderten Quadratkilometern umgeblasen hat. Damals war es eine Katastrophe, aber 12 Jahre später haben sie herausgefunden, dass Bäume, die viel besser an unser Klima angepasst sind, da jetzt wieder wachsen. Also die Natur heilt sich selber. Und eine andere Sache ist, dass WissenschaftlerInnen anfangen, Mikroben um Samen mit Mikroben zu verbinden. Das heißt, sie geben Mikroben an die Samen, um die natürliche Selbstverteidigung zu ermöglichen. Das ist eine Art und Weise, die Mikroben zurück in den Boden zu bringen. Und ich denke, für Land, das vollkommen zerstört ist, wo man gar kein Leben mehr hat, wenn man zu viel Boden hat im Kompost, dann schmeißt es einfach auf die Straße. Sie führt viele neue Gebiete, Themen ein. Wenn du über etwas darüber lernen willst, wie man Sporen irgendwo einbringt, dann können wir auch darüber reden, dann kann ich dir was darüber beibringen. Diese Stürme, über die sie geredet hat und die Vegetation, die danach wächst, ist potenzielle natürliche Vegetation genannt, die tatsächlich natürlich für den Ort ist. Man kann es Plantage nennen. Wenn man einen Kieferwald hat, ist es mehr oder weniger eine Plantage von sehr vielen etwa gleich alten Bäumen für Holzproduktion. Also es ist eine industrialisierte Holzproduktion. Und wenn man es einfach in Ruhe lässt, dann wird es sterben. Insekten werden kommen, Stürme werden kommen. Und das wird einfach alle Bäume auslöschen, die nicht an das natürliche Klima vor Ort angepasst sind. Man kann es einfach da lassen und die Leute werden sagen, der Borkenkäfer kommt und tötet all die ganzen Bäume, aber es ist natürlich, die sind nicht darauf angepasst. Vielen Dank für die Präsentation und die schöne Zusammenarbeitsprojekte zu teilen. Ich komme von einem Wissenschaftshintergrund auch. Also ich kenne die ganzen Begriffe, aber von dem, was ich gesehen habe, mit den internationalen Umweltvorgaben und den ökonomisch getriebenen Industrien,
fokussieren wir wohl eher auf Kohlenstoffemissionen und wie man den industriellen Einfluss reduzieren kann, ohne die Biodiversität und den Boden in Betracht zu ziehen, und dass sie eigentlich viel wichtiger sind für die Stabilität des Ökosystems. Also meine Frage ist eher, ich will euch fragen, eure Vision zu teilen, zum Beispiel für Wissenschaftskommunikation. Wie können wir den Leuten beibringen, für die Mehrheit der Menschen, die unter dem anthropozänischen Weltbild Eindruck sind, dass wir fundamental menschliche und natürliche Populationen trennen, und die meisten Menschen werden Boden immer noch als Dreck ansehen und wollen alles als steril haben und gesäubert haben in der menschlichen Vorstellung. Und das ist, womit ich Probleme habe in meinem Leben, weil ich liebe Natur, ich liebe es, im Wald, im Dreck, im Staub, im Boden zu sein. Deswegen, ich will euch fragen, eure Vision zu teilen, wie man diese Liebe für Natur mit anderen teilen kann. Ein paar kurze Wörter, die Liebe teilen, die Liebe weiter zu anderen bringen, ist sehr gut. Wir reden manchmal auch darüber, sozialen Humus zu bauen während unseren Retreats. Ich denke, die Zukunft ist, seine direkte Umgebung zu verwenden, die Familie, Freunde, mit ihnen darüber zu reden und Leute, die nie aus der Stadt rauskommen, einfach aus der Stadt rauszuholen. Aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass man die Liebe einfach verteilen kann und dann sich alles verbessert und alles gut ist. Ich glaube, dass es ein viel fundamentaleres Problem gibt, das sehr tief in unserem kapitalistischen System verankert ist, und wir brauchen einen fundamentalen Systemwandel. Und nur darüber zu reden, insbesondere nur der Redenteil über CO2-Emissionen zu reduzieren, hilft nicht wirklich viel. Und wenn ich über Boden rede, nutze ich nur zwei sehr einfache Nummern. Eine von den Vereinten Nationen, die über die Erosion reden, die Desertifikation. Es ist etwas Unglaubliches, dass 32 Milliarden Tonnen an Boden jedes Jahr verloren wird wegen Missmanagement. Es ist unglaublich. Ich habe immer noch keinen guten Vergleich gefunden. Aber es ist nicht so, dass der Boden etwas schlechter wird und man etwas Humus verliert, sondern der Boden ist komplett verloren. Der wird in die Flüsse und Meere gebracht, man kann sie nicht mehr verwenden. Das ist nur eine Sache. Die andere ist, mit dem Boden, den wir noch in unseren entwickelten Ländern haben, ist, dass wir da Dinge drauf bauen. In Deutschland nennen wir das Flächenfraß, also dass der Boden aufgefressen wird. Das bedeutet, dass man Agrikultur, Landwirtschaftsfläche und Wälder in Baufläche verwandelt. Wenn man diesen große Glashalle dieser Messe hier anguckt, das sind 2 Hektar, also etwa alle 47 Minuten ist eine Fläche dieser 2 Hektar verloren. Und das passiert Tag und Nacht. Die ganze Zeit wachsen Städte, und es ist unglaublich. Und wir müssen eine wirkliche Degrowth-Ökonomie entwickeln, ein Degrowth-politisches System entwickeln und uns zu überlegen, wie das aussieht. 2019 war ein gutes Jahr für uns. Ich denke, das Wort Klimawandel war das Wort des Jahres 2019.
und diese Kommunikation, Ideen und Konzepte auszutauschen mit dieser Phobie vor Dreck und Mikroben. Man kann jetzt Leuten erzählen, dass ein mit dem Mikroben bekannt zu werden, ist gleich im Boden zu spielen. Man hat 3 Jahre, den eigenen Mikrobiome zu züchten, und das dringt langsam in die Gesellschaft vor. Und diese erste Bekanntschaft, die man als Kind mit der Erde macht, muss weiter gefördert werden. Yeah, thanks. Ich denke, Bildung und Wissen ist die Basis, etwas zu verstehen und es zu beschützen. Wenn man die Vulnerabilität dessen, wo man lebt und wohnt, kennt, dann ist es offensichtlich, dass man darüber reden muss, dann ist die Verteidigung der Natur nicht etwas, was vollkommen entfernt von etwas ist, sondern man sollte darüber reden, die menschliche Lebensbedingungen oder die Beschützung der menschlichen Lebensbedingungen ist wahrscheinlich einfacher für Menschen, sich daran zu beteiligen. Wenn man darüber redet, wie die Probleme mit den kapitalistischen Systemen sind, dann ist unsere Sprache und unser ganzes Handeln sehr weit separiert von uns. Aber eigentlich ist es alles sehr nah an Zeran, und deswegen arbeite ich mit Julian, weil ich glaube an diese vereinfachte DIY, Do-it-yourself-Hacking der Umgebung, weil ich glaube, dass dieser Ansatz sehr einfach ist für Leute, die sonst keinen Zugang dazu hätten. Es ist sehr schön, einfach auf dem Boden zu sitzen und auf Whiteboards zu gucken. Danke an alle. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich glaube, die Diskussion muss draußen weitergehen. Ich habe den Eindruck, dass ihr weiter hier seid, um weiter darüber zu reden, eventuell etwas elaborierter. Und bitte eine große Runde Applaus.